Hiob und an den Linien seine Assistenten Frank Koller und Herr Andreas Franke. Und selbstverständlich begrüßen wir auch die beiden Mannschaften aus Thale bzw. Baderborn-Beinstedt und Tretenburg. Kommen wir somit zur Mannschaftsaufstellung. SG Baderborn-Beinstedt-Tretenburg. Im Tor mit der Nummer 21, Martin Danner. Mit der Nummer 3, Christopher Schranz. Die 5 hat Richard Klaus. Oliver Henning mit der Nummer 6 als Kapitän. Die 7 trägt Christian Kühnemann. Marcel Lütke hat heute die 8. Die Nummer 10, Matthias Schröder. Die 14, Nick Dünnhaus. Alexander Riebe, die 15. Marco Baumgart hat die 16 und die 18, Steffen Söbel. Ergänzungsspieler mit der Nummer 1, Steven Hesse. Mit der Nummer 2, Steffen Nebe. Die 4 hat Thomas Schumann. Die 11, Felix Heidel. Die 12, Mike Juhe. Marc Ulbert hat die 13 und die 17, Thorsten Kuschel. SV Stahlthale 2. Im Tor mit der Nummer 1, Axel Schröder. Mit der Nummer 3, Andreas Dub. Die 4, Daniel Ahler. Die 7, Julius Koch. Mit der Nummer 9, Nico Engel alias Kümmel. Die 10, Roman Köhler. Sven Albrecht hat die 11. Die 12, Tobias Kaiser. Und mit der 14, Marc Dornheim. Die 18 trägt Philipp Pastorek. Und die 19, Stefan Königke. Ergänzungsspieler des SV Stadthalle 2 mit der Nummer 6, Dan Quastow. Mit der Nummer 13, David Gerbote. Die 15, Sebastian Lippold. Und mit der 16, Steven Hoffmann. So, dann freuen wir uns natürlich auf ein hoffentlich schönes, begeisterndes und vor allem faires Pokalfinale. Dankeschön. Huh?